Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Strategic Command. Ihr seht, hier hat sich was verändert und zwar funktioniert die Mod nun doch, und zwar weil ich was falsch gemacht habe. Der gute 71 Rock hat mich aufgeklärt im letzten Video, denn man muss nämlich, also den Blue Max Mod Full Versions Kram, also den Ordner bzw. das Zip-File, das beinhaltet in einem Ordner nochmal ein Zip-File und das ist dann, also ist irgendwie ein verschachteltes Zip über einen weiteren Ordner, was zu meiner Verwirrung beigetragen hat. Dieses Zip-File in dem Ordner des ersten Zip-Files muss man dann in MyGames Mod verschieben, also in die Mods von MyGames von letzten Endes dem Spiel. Und dann kann man das dann auch hier im Spiel aktivieren und hat dann die Möglichkeit, das jetzt hier so aussehen zu lassen. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Ihr seht es, wir können es jetzt hier so aussehen lassen. Wir können es auch so aussehen lassen. Also solche NATO-Teile da. Aber sieht das hier komplett anders aus. Ich ändere mal gerade eben mal hier das Aussehen, damit ihr das seht. So, dann ist hier das sind jetzt hier die grundlegenden Zeichen, falls man das mag. Oder man geht halt wirklich lieber auf sowas. Und ja, das werde ich jetzt hier auch so belassen. Ne? Also das finde ich persönlich eigentlich ganz, ganz cool, wie das aussieht. Jetzt sehen wir hier die deutschen Soldaten. Die haben jetzt hier komplett andere Zeichen. Es ist auch dadurch jetzt ein bisschen optisch klarer. Man sieht, welche Länder zu was gehören. Das hier sind die Franzosen. Das hier dürften jetzt hier die Briten sein. Dass jetzt halt einfach jedes Land nach Farbe hier wunderbar dargestellt ist. So, das nächste ist, was jetzt ebenfalls funktioniert. Die Safe Games funktionieren jetzt hier auch im Deutschen. Auch wenn es jetzt hier momentan noch Englisch ist. Moment, da müssen wir gerade eben nochmal rausgehen. Ich weiß jetzt gerade eben nicht, warum das jetzt hier noch Englisch ist. Denn eigentlich hatte ich das Spiel auf Deutsch umgestellt. Wir gehen nochmal ganz, ganz kurz raus. Ne? Es ist jetzt auf Deutsch. Ihr seht jetzt auch, dass ich hier den Einzelspieler jetzt hier laden kann. Warum ist das so? Auch darauf habe ich jetzt eine Antwort, und zwar von Slytherin erhalten. Genau genommen vom Entwickler des Spiels, der über Slytherin mir mitteilen lässt, dass da anscheinend ein Sprachproblemchen vorliegt. Die erstellen nämlich für jede Sprache, wenn man hier unten quasi, also Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch macht, einen eigenen Savegame-Ordner, der in der Landessprache halt ja, letztendlich benannt ist. Also im Englischen Save, auf Deutsch Speichern und auf Französisch und auf Spanisch traue ich es mich nicht mal, es zu versuchen. Aber auf jeden Fall, es ist halt ein eigener Ordner und deswegen konnte hier das Spiel letzten Endes die Safe Games nicht finden. Falls ihr also hier das Problem hattet wie ich, dass ihr zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch spielen wolltet, dann müsst ihr einfach nur die Safe Games rüber kopieren und dann sind die dann auch in der anderen Sprache vorhanden. So, jetzt gehen wir da wieder rein, können jetzt hier das Ganze laden. So sieht das jetzt hier übrigens aus. Ne? Wir können ja auch noch theoretisch alles hier verändern. Ich versuche jetzt hier nochmal hier die Farbe zu verändern. Ja, ich glaube, Blau ist für die Farbenblinden ein bisschen besser. Und dann gucke ich mal. Was passiert, wenn ich das hier wegmache? Ne, wir lassen es drin. Okay, und wir gehen jetzt rein. So, jetzt sollte die Mod auch so funktionieren, wie sie soll. Das Einzige, was ich mich jetzt gerade eben bloß frage, ob das Spiel es hier trotzdem auf Deutsch mich jetzt mir alles anzeigt, weil die Mod wahrscheinlich teilweise auf Englisch sein dürfte. Aber eigentlich ist es nur eine Grafikmod. Eigentlich müsste das aufgrund der Tatsache, dass es eine reine Grafikmod ist, hier es auf Deutsch funktionieren. Wenn nicht, habe ich gleich wieder was, was ich... Ah, nee, Central Powers. Es ist immer noch auf Englisch. Also wie es aussieht, wenn man das Spiel auf Englisch begonnen hat, dann bleibt es auch Englisch. Whoop-de-doo! Das ist super. Okay, wir haben jetzt also hier quasi... Warte mal, No AP? Ah, die haben also... Da kommt gleich das Zeichen dran, dass sie keine Action Points mehr haben. Okay. Sehe ich jetzt eigentlich hier die... Hier sehen wir irgendwelche Verteidigungslinien. Ich finde, man sieht dadurch jetzt halt ein bisschen schlechter, wie die Dingens aussieht. Diese Models sind... Ja, man sieht es schon so ein bisschen. Aber man sieht es nicht so geil, wie ich es mir wünschen würde. Kann ich ja noch andere Dinge einstellen. Nö, Settings vielleicht? Nee, es bleibt immer noch hier beim Alten. Okay, ja, 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 ist okay. Dann machen wir mal hier weiter. Ich weiß gerade eben gar nicht mal, wo wir gestern gewesen sind. Hier können wir so angreifen. Hier können wir gar nicht angreifen. Ich scout mal dahin. Da ist tatsächlich mal ausnahmsweise nichts. So, wir haben jetzt hier die Russen hier eingeschlossen. Wir können mal gucken, ob die dadurch jetzt hier irgendwie schon was erleiden. Bis jetzt nicht, macht es bei mir so den Eindruck. Also wir sollten auf jeden Fall zuschauen, dass die Russen jetzt von uns hier noch mehr Druck bekommen.
Hier kann ich aber leider nicht wirklich angreifen. Die sind viel zu stark hier aufgestellt in der Position. Dann eher noch reindrängen weiter, oder? Hier in die Zone of Control. Und uns hier einbuddeln. Ah, wir sehen übrigens, ne? Wir haben es hier Trench Warfare Stufe 2. Dadurch sieht das jetzt hier noch deutlich krasser aus. Das ist hier so ein Doppel-Trench-Feld. Was wir als aber selber leider kaum sehen, dadurch, dass ja die Mod jetzt hier die Stacheldrähte nicht mehr so eindeutig darstellt. Was in gewisser Weise natürlich schon ein Problemchen ist. So, wir machen hier weiter. Ja, 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 wir werden die jetzt hier einfach fröhlich hier einsperren. Die Jungs. Und keinen mehr rauslassen. Du kannst da noch hingehen. Du kannst da noch hingehen. Und du gehst da noch hin. Wir haben hier nochmal eine Artillerie, die wir jetzt hier auch noch hier bemühen können. Die kann diese Runde nicht angreifen, aber vielleicht nächste Runde sie hier schon mal ein bisschen Mürbel ballern. Du beziehst hier Stellung. Sehen wir eigentlich... Ah ja, der ist für die zuständig. Der ist für die zuständig. Und der ist für die zuständig. Eine klare Frontlinie haben wir anscheinend nicht. So, go. No AP, das sehe ich auch. Für uns ist es halt einfach nur wichtig, dafür zu sorgen, dass die russischen Einheiten jetzt hier von uns hier komplett gekesselt werden. So. Du kannst dich sogar noch hier ein bisschen verschanzen. Wir sehen es, ne? Die haben nicht so die geile, den geilen Trench Warfare, so wie wir. Meine Augen müssen sich gerade eben jetzt erstmal hier an diese Grafik gewöhnen. Das kennt ihr sicherlich auch. Wenn ihr so eine Änderung durchgeführt habt, dann hat man das Gefühl, man sieht erstmal wieder gar nichts mehr so richtig. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ich denke, mit dir sichere ich jetzt erstmal in die Richtung ab. Um zu verhindern, dass die uns hier noch in die Flanke gehen. Du gehst jetzt noch dahin, hältst jetzt hier noch den Russen ab. Angreifen ist keine Option, das sehe ich auch. Hier hat es auch noch ein paar Russen. Die hier muss ich verstärken. Damit die noch durchhalten. Hat jetzt keine AP mehr. Dich verstärke ich auch. Die Artillerie, was kann ich denn da machen? Set Mode. Auto. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieser Modus heißt. Deswegen kann ich da auch... Warum ist da ein Zeichen drin, dass er angeblich No AP hat? Kann ich nicht nachvollziehen. Ich frische jetzt mal erstmal hier die Kavallerie auf. Und auch hier diese Kommandoeinheit, auch wenn es sehr teuer ist. Sind ja nur die österreich-ungarischen Punkte. So richtig schön egoistisch, ne? So, go. So, wichtige Position. Hier, Angriff auf Serbien. Da sind nochmal ein paar serbische Truppen. Da würden wir Schaden machen. Hier würden wir nur Schaden erleiden. Deswegen zieht der Trupp sich jetzt erstmal einen Schritt hier zurück. Der kann ja gerade gar nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Wenn ich da hingehe, kann ich auch nichts machen. Also die Kavallerie ist hier relativ handlungsunfähig. Aber hier können wir zuschlagen. Kann es sein, dass es deutlich geiler klingt als früher? Ich habe den Eindruck, es klingt deutlich geiler. Ja, das klingt deutlich geiler. Würde ich mal definitiv so unterschreiben. Da, zwei. Oh, waren sogar drei. So, und jetzt machen wir nämlich hier auch mal einen Vorstoß auf Serbien, Freunde. Das sieht nämlich jetzt hier für die Serben nicht mehr so rosig aus, was wir jetzt hier gerade eben veranstalten. Du kannst hier aufgefrischt werden. Alles, was geht. Das sind auch noch serbische Truppen, aber mit denen können wir momentan nichts anfangen.
Okay, sieht gut aus jetzt hier. Also Serbien könnte jetzt mit der Zeit hier ein Problem bekommen. Währenddessen jetzt hier die russische Armee schon ziemlich gut eingekesselt ist. Ne, man sieht halt, die sind halt hier einfach so mega krass stark verteidigt. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ich glaube, die halten da eine Ortschaft. Das ist der einzige Grund, den ich da jetzt momentan durchgehen lassen würde. Okay. Ich habe immer noch meine Kavallerie, die ich hier irgendwie rausholen will. Tja, die kommt jetzt halt hier nicht weiter. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier diese Linie wieder hier hingestellt. Der hier wird auf jeden Fall abgegradet. Ich kann hier sogar noch Truppen verschiffen. Will ich aber nicht. Will ich hier Elite draus machen? Nein, will ich auch nicht. Die sollen ja einfach wirklich die Russen nur auf Distanz halten. Das ist alles. Eine andere Aufgabe bekommen die von mir nicht. Auf der anderen Seite, man könnte natürlich auch als Keck versuchen, hier einen Vorstoß zu wagen. Ich weiß aber nicht, wie viele Truppen der Russe da hat. 4 würden sie hier verlieren. Komm. Ich kann mich sogar da nochmal ein Stückchen zurückziehen. Oh, cool. Das war jetzt gerade eben sogar nicht einmal so schlecht, wie ich gedacht habe. Ja, du bleibst da. Kannst dich hier sogar noch einbuddeln. Der kann ja gerade nichts mehr machen. Okay, also wir haben jetzt hier einen kecken Vorstoß gewagt, trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit. Aber wir haben jetzt hier sogar noch einen Trupp, den wir nachziehen können. Gut, wir haben noch 427 Punkte. Gucken wir mal in die Diplomatie. Die USA könnte man versuchen, davon abzuhalten. Oh Gott, es ist teuer, aber ich mache es. Ich versuche sie einfach zu beeinflussen. Bulgarien geht nicht. Ja, ich glaube, nachdem ich jetzt hier die USA gerade eben schon eingesetzt habe, geht da nichts mehr. Ich nehme mal an, das liegt einfach daran, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Punkten pro Turn für so etwas einsetzen kann. Und ich habe es halt schon getan. Trench Warfare, komm. Die höchste Stufe Trench Warfare muss unser Ziel sein. Jetzt kann ich hier noch Airship Deployment mit Artillery Weapons verbessern. Oder ich setze meine Punkte jetzt endlich mal ein, um meine Schiffe wieder auf Vordermann zu bringen. Dinge, die absolut notwendig wären. Zack. Was kostet das hier? Wo sehe ich das, was das kostet? Das wird mir gar nicht angezeigt, ne? Wenn ich jetzt da so reingehe, was würde mich das kosten? Satte 87. Und da bin ich noch nicht mal auf voller Power wieder. 30. Ja, so schmelzen sie dahin, unsere schönen Punkte. Wir tauschen jetzt die Schiffe hier so rein und raus. Damit die Schiffe, die, also ich versuche es halt einfach die deutsche Küste zu verteidigen, ne? Mehr geht ja nicht. Das ist jetzt mein allererster Plan, die deutsche Küste verteidigen. Mit allem, was einigermaßen noch funktioniert, halt mal. Das heißt, ich muss da gar nicht so hin, ich kann das mit dem hier machen. Ich nehme natürlich hier die 10er Schiffe. So, jetzt haben wir nämlich hier das hier verteidigt, was unser ist. Die nordfriesischen Inseln haben wir nicht mehr mit drin. Schlecht. Ganz schlecht. Ja, aber der Rest muss erstmal wieder repariert werden. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Mal gucken, was jetzt passiert. Was der Russe tut. Was die Österreich-Ungarn tun. Aber ich finde, ich gewöhne mich jetzt so langsam aber sicher schon dran. Man muss sich halt einfach nur auf die Farbgebung quasi einlassen. Ist ja normal, ne? Man gewöhnt sich halt einfach an die Optik. Und sobald irgendwie dann so eine Mod draufgelegt wird, ist erstmal maximale Verwirrung am Start. Welches Land hat denn am meisten gelitten? Russland hat schon einiges verloren.
Aber eigentlich alle. Auch Britannien hat schon einiges an Moral eingewandt. So, die erleiden jetzt hier Verschleiß aus irgendeinem Grund. Die Norweger protestieren gegen Angriffe der Entente auf ihre Handelsschiffe. Jawoll, jetzt ist es doch auf Deutsch. Auch wenn es ja unten nicht auf Deutsch ist. Weitere Einheiten von Kitcheners Armee treten ihren Dienst an. Ah, das sind Schotten? Frauen? Ich weiß es nicht. Ich konnte gerade, ich habe gedacht, dass ich auch Frauen. Ja, wir haben Erfolg bei den Bulgaren zunehmend. Und unsere deutschen Konvois werden jetzt hier bei Norwegen unter Feuer genommen. Seeeinheiten der Entente im Norden von Schottland blockieren Importe ins Deutsche Reich. Germany develops Artillery Weapons Level 1. Also wir haben jetzt hier dadurch, dass wir haben momentan ein interessantes Mischspiel. Austria-Hungary hat jetzt auch Trench Warfare Level 2, das war wichtig. Und sie sind jetzt auf Level 1 bei der Gas Shell Production. So, Infanteriewaffen bei den Türken. Und jetzt bekommen wir halt die Punkte hier durch Norwegen nicht mehr. Ja, es sind 18, das tötet uns jetzt nicht. Das tötet uns jetzt nicht, aber es ist okay. Es ist okay. So, Bulgarien bereitet sich auf den Krieg vor. Und jetzt kommen die Russen dran. Ja, der Bulgare könnte uns echt noch helfen, ne? Feindkontakt hier. Bekommen die Italiener jetzt erstmal ein bisschen ihr Fett weg. Bin echt gespannt, ob ich diesen Kessel hier halten kann. Momentan sind sie halt jetzt hier wieder... Also, sie haben wieder eine Verbindung hergestellt. Aber sobald ich sie gekesselt habe, müsste ja eigentlich müsste dann Attrition anfangen, also Verschleiß. Oder wie ich es immer sage, sie müssten dann anfangen zu darben. Die Serben haben auch nicht mehr viele Truppen. Die können einfach ihre Linie nicht wirklich halten. Und die bleiben einfach stehen, die Russen an der Stelle. Hoffen wir mal, dass es für sie eine fatale Entscheidung ist. Juli 1915. Ich frage mich, ob es bei den Russen dann auch dieses Event gibt, dass der, dass sie halt quasi, dass Lenin halt kommt, ne? Und sie aus dem Krieg rausholt und das Zarenreich stürzt. Momentan kämpfen wir noch gegen das russische Zarenreich. Oh, was war denn das? Ja, Aufklärungsaktionen finden da statt. Ja, haben wir sie intercepted. Versuchen irgendwie mit Artillerie zu schießen, aber es passiert einfach rein gar nichts. Wir hören nicht mal was. Wir haben uns so tief eingegraben, wir hören nicht mal was. Ja, sehr gut. Oh, da haben wir aber gerade ein ganzes Leben verloren. Heiligsblechle, langsam aber sicher ist aber auch mal gut, ey. Ich dachte, wir haben Trench Warfare Level 2. Hat sich gerade eben nicht so angefühlt, aber ich glaube, es ist eine Stadt. Die Stadt können wir nicht entrenchen. Ja, und die Italiener machen mir immer noch Stress. Das Problem ist halt, dadurch, dass ich jetzt halt Österreich-Ungarn immer die Punkte wegnehme, können die keine Truppen hier deployen, ne? Also sobald ich jetzt neue Truppen bekomme, muss ich jetzt eigentlich auch jetzt mich hier um die italienische Grenze mit deutschen Truppen kümmern. Das kommt auf mich zu. Aber es wird einem mit der Zeit schon klar, warum das für Deutschland nicht laufen konnte. Also ich meine, klar, das hier ist nur ein Spiel. Aber man sieht einfach, von allen Seiten findet halt einfach ein Angriff statt. Überall mussten die Leute kämpfen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist einfach der Großteil der Bevölkerung, der männlichen Bevölkerung, befindet sich an den Grenzen und kämpft. Das sind gewaltige Reiche. Du kannst diese Gebiete fast gar nicht alle abdecken. So, Bulgarien ist jetzt auf unserer Seite in den Krieg eingetreten. Yay! Und es gibt Central Powers. Unsere Raiders machen die serbischen Konvois platt. Seeeinheiten der Entente im Norden von Schottland blockieren unsere Importe. Seeeinheiten der Entente blockieren auch in der Nordsee unsere Importe. Deutsche Truppen kapitulieren in Südwestafrika. Schade. Schade.
So, dann werden jetzt über die Supplies kalkuliert. Ja, das haben wir alle schon bemüht. Herr Generalstabschef, wir konnten in Erfahrung bringen, dass General Wille, Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, plant, den Schweizer Bundesrat aufzufordern, auf unserer Seite in den Krieg einzutreten. Oh, möchten Sie 75 Military Points investieren, um Agenten einzustellen, die General Wille darin unterstützen, den Beitritt der Schweiz zu den mittelten Mächten zu propagieren? Yes. Das machen wir doch. Wir haben ohnehin sehr, sehr viele Punkte. So, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Ich glaube, auch in der Türkei hier gerade eben gelandet, genau. So, Frankreich. Muss ich den hier wieder hochpumpen? So. Hier könnte ich sogar richtig zulangen. Oh, defensives Artilleriefeuer. Was jetzt nicht wirklich relevant war. Jawohl, die haben wir weggeholzt. Das ist ja mal cool. Konnte man ja eigentlich erahnen, ne? Aber wir haben jetzt uns hier eine gegnerische Einheit weggeholzt. Jetzt müssen wir bloß hoffen, dass wir dadurch wiederum keine verlieren. Ich probiere es einfach mal auch, wenn das Ding. Wir haben hauptsächlich aufgeklärt dadurch, aber wirklich was passiert ist nicht. Okay, also hier werden sie tendenziell eher nicht durchbrechen. Neue Einheiten habe ich auch gerade eben nicht bekommen. Ja, die Österreicher haben hier relativ wenig Chancen. Wir müssen jetzt da die Sache mit Serbien hier so schnell wie möglich jetzt erledigen. Kann er nicht angreifen. Das ist einfach nur krass. Die sind nicht angreifbar. Ich weiß nicht warum. Ist nicht möglich. Die hier ausschalten ist erstmal das Wichtigste. So, die sind jetzt aufgerieben und damit erledigt. Dann können wir da noch reinstoßen. Und weiter reinstoßen tun wir nicht. Ich habe keine Ahnung, warum Österreich jetzt seine Truppen immer noch hier, glaube ich, deployed. Ich bin mir aber gerade eben nicht ganz sicher. So, hier mache ich jetzt erstmal nichts mehr. Das sollte reichen eigentlich jetzt hier als erster Schritt. Ich kann hier einfach nicht näher ran. Gut, hier oben, wichtiger Move. Den Kessel schließen. Wird spannend. Ich will mal wissen, was sie da alles haben. Die haben da nicht viel. Es ist äußerst offensichtlich. Das ist absolut offensichtlich, dass sie da nicht viel haben. Okay, dann rücken wir mal dahin und buddeln uns ein. Auch Trench Warfare Level 2. Sie hat jedes Mal die Richtung drehen. So, du genauso. Und du gehst dahin. Sobald wir halt perfekt entrenched sind, können wir uns überlegen, auch mal anzugreifen. So. Gut, das war jetzt schon mal ein wichtiger Schritt. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Kann ich halt schon mal irgendwie bombardieren? Nein. Bringt gar nichts. Bringt leider gar nichts. Hier könnte man etwas bewirken. Ja, komm, wir bewirken jetzt hier mal was. Hier noch angreifen, komm, haus weg. Jawoll! Das war wichtig.
Jetzt rücken wir nämlich da rein mit der Truppe hier. Du, mein Freund, kannst du noch irgendwas bewegen? Nee, kannst du nicht. Die Kavallerie bewege ich jetzt da drüben hin. Die ist immer noch ordentlich mobil. Flieger dahin. Mehr Infanterie dahin. Hier kommen jetzt noch mehr Russen. Ein Luftschiff. Kann versuchen, mir aufzuklären und gucken, was da los ist. Da ist nur eine einzige Einheit. Okay. Du rückst da hoch. Ja, hier angreifen würde uns jetzt Truppen kosten. Und hier oben ist die Frage, ob ich mich zurückziehe. Ich muss jetzt eigentlich erstmal diese ganzen Truppen ausschalten, die da der Russe hat, ne? Du ziehst dich jetzt erstmal dahin zurück und gräbst dich ein. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Truppen übrig. Ich kann diese Truppen hier auf jeden Fall verschieben. Okay, das heißt also, wir haben die Möglichkeit, jetzt hier zuzumachen. Die ist gegeben. Wie weit kannst du danach noch laufen? Das ist gut. Also gehst jetzt dahin. Wir haben es jetzt hier wieder offiziell unterbrochen. Du machst dann jetzt hier zu. Du gehst dann dahin. Du gehst dann dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Die komplette Südverschiebung der aktuellen Frontlinie. So. Und so. Und so. Und du ziehst dich dahin noch zurück. So, das lief gut. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich für die alle hier nochmal das Entrenchment machen muss. Ich mach's rein aus Vorsicht. Man weiß ja nie, ob dieser Graben dann hier nicht vielleicht dann doch wieder verschwindet, ne? So, jetzt so nach rechts oben. Ja, das ist sogar schon hier gesetzt. Genauso auch hier. Perfekt. Für dich auch so nach rechts oben. Hier wurden die Gräben, glaube ich, nämlich aufgegeben. Ja, kann man so machen. Du machst hier auch nochmal einen so. Die Kavallerie kann diese Runde nicht, aber es ist nicht so schlimm. So, wir haben unsere Kavallerie zurückgeholt. Haben da oben nochmal eine Unit zerstört und haben den Feind jetzt hier komplett eingekesselt. Tutti komplett die eingekesselt. Kann ich die jetzt hier eigentlich nochmal verstärken? Nein, kann ich nicht. Kann ich irgendetwas noch verstärken? Die haben so viele Punkte und ich kann damit nichts machen. Außer Diplomatie betreiben. Ich habe einfach zu viele Einheiten bewegt. Ich kann, ja, Schiffe kann ich damit reparieren. Das sorgt dafür, dass wir demnächst hier wieder handlungsfähig werden. Du bist wieder am Start. Dann ziehen wir dich mal da rein. Du bist auch wieder mit am Start. Das heißt, du gehst da noch hin. Den müssen wir auch noch reparieren, aber das geht hier nicht, weil er nicht im Hafen ist. So, unsere Flotte ist bald wieder einsatzfähig. Ich muss das einfach so betonen. So, jetzt gucken wir mal nochmal auf Research. Spying Intelligence, was macht denn das? Each level of Spying Intelligence reaches... Research increases your own research bonus by 1% and decreases your opponent's bonus by 1. Ah, okay. Das setzen wir doch glatt mal ein. Logistik. Each new level of logistics research reduces operational movement and regular transport costs. Also, alles was irgendwie halt logistisch ist, wird halt günstiger. Infantry Warfare... Könnte man auch mal entwickeln. Wir setzen jetzt hier auf Infantry Warfare ein bisschen. Und dann setzen wir noch auf Diplomatie. Die USA. Die Schweiz kann ich noch mehr auf unsere Seite ziehen. Ey, ich will die Schweiz so hart auf meine Seite ziehen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr. Ich gebe da meine Punkte rein. Das wäre äußerst nützlich, wenn die Schweiz auf unserer Seite mitmachen würde.
Naja, ob sie das tut, ich meine, groß ist sie nicht, aber sie würde auf jeden Fall die Front für die Franzosen und die Engländer deutlich vergrößern und würde auch Druck auf Italien ausüben. Das erfahren wir dann wohl beim nächsten Mal, liebe Freunde. Macht's gut, ne? Oh, warte mal, ich habe oben noch Schiffe. Aha! Zurückziehen, was wir da haben. Da sehen wir noch ein paar feindliche Schiffe. Ja, und dann, wenn unsere Flotte hier wieder am Start ist, können wir auch wieder angreifen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Der Kessel ist real. Mal gucken, wie real er am Ende dann wird, ne? Tschüssi und Ade.